Hermann Thielke, vielen Dank, dass du dir die Zeit für motorsportmagazin.com nimmst. Wir wollen mal ganz kurz über Bahrain sprechen. Eines deiner vielen Babys. Du hast die Strecke damals gebaut und jetzt sehen wir eine ganz andere Variante. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen? Ja, die ist eigentlich nicht wirklich für die Formel 1 gebaut, aber von den Sicherheitsvorkehrungen reicht das alles. Und ansonsten ist sie natürlich sehr kurz mit 3,5 Kilometer und brutal schnell. Mit ganz schnellen Kurven und einem Charakter, den es eigentlich für die Formel 1 noch nie gab. Und das wird bestimmt richtig spannend. Kannst du mal ganz kurz erklären, wieso du damals überhaupt diese verschiedenen Streckenvarianten gebaut hast? Ja, es gibt einen inneren Loop und einen äußeren Loop. Und für die Formel 1 sind beide zusammengeschlossen. Es war so ganz am Anfang, dass die Formel 1 noch keinen Vertrag hatte mit Bahrain. Und dann haben die Bahrainis gesagt, naja, wir wollen dann erst eine kleine Strecke haben. Und dann können wir die erweitern zu einer Formel 1 Rennstrecke, wenn wir denn einen Vertrag haben. Und dann haben wir diese Strecke, diesen inneren Loop als nationale oder auch internationale, aber kleine Strecke gebaut, beziehungsweise geplant und haben einfach außenrum noch einen Kreis gesetzt mit einem größeren Boxengebäude und alles eben für die Formel 1 da installiert und haben die dann oben kurz geschlossen, oben am oberen Rand, zweimal kurz geschlossen und so hatten wir eben die lange Strecke. Und so ist das gekommen. Wir haben praktisch zwei verschiedene Strecken miteinander kombiniert. Also eigentlich ähnlich, wie man es im Automobilbau macht, modular und skalierbar das Ganze entworfen. Genau so ist das. Jetzt gibt es diese eine Streckenvariante, die wir seit 2004, glaube ich, kennen in der Formel 1, die ganz klassische. Dann hatten wir 2011, wenn ich mich recht entsinne, mal dieses Langstrecken-Layout. Genau. Ich würde mal sagen, das war jetzt nicht so ruhmvoll in der Formel 1. Also das Racing da war ausbaufähig. Naja, was erwartest du vom Neuen? Naja, da ist einfach nur eine ganz kurze Shortcut nochmal gemacht worden zwischen den beiden Strecken, sodass sich die Strecke etwas verlängert, um Endurance-Rennen fahren zu können. Und man kann mal drüber denken, was man will, aber im Tourenwagen oder im GT-Auto macht sich schon Spaß. Ich bin da auch mal gefahren im 24-Stunden-Rennen. Und das hat schon Spaß gemacht, da nochmal da hinten rumzufahren. Ist natürlich zwei relativ langsame Ecken dabei. Aber trotzdem, das war, fand ich jetzt nicht so schlecht. Aber gut, die jetzige Strecke, die jetzt am zweiten Bahrain-Wochenende gefahren wird, die ist natürlich äußerst spannend, weil sowas ist die Formel 1 noch nie gefahren. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sich dadurch vielleicht sogar das Kräfteverhältnis ändert. Das weiß man ja nicht. Und Teams sich darauf einstellen, wie die Autos darauf eingestellt werden, ist ja auch die Frage. Das wird schwierig sein. Es wird auch ein bisschen Action auf der Strecke geben, weil die halt sehr kurz ist oder die Zeit ist vor allen Dingen sehr kurz, die gefahren wird, vielleicht unter einer Minute. Und das rückt das Feld eng zusammen. Das heißt, die Überrundungen kommen relativ schnell. Es wird sehr viel Betrieb auf der Strecke sein. Also das wird spannend. Ich gucke da mal gut hin und freue mich drauf, mal was ganz anderes zu fahren. Ich werde übrigens da sein, das erste Rennen in diesem Jahr, wo ich überhaupt anwesend bin. Ja, normalerweise hast du ja immer so Vorgaben, wenn du eine Strecke baust. Eine dieser Vorgaben ist ja, dass sich, wie sagst du immer so schön, die Katze nicht so schnell in den Schwanz beißt. Also es muss eine gewisse Rundenlänge da sein. Das hat man jetzt eigentlich komplett über den Haufen geworfen, oder? Ja, wir haben uns mal... So, es kommt eigentlich von uns. Wir haben uns mal gedacht, naja, zu kurz darf so eine Strecke nicht sein, von der Rundenzeit her. Nicht von der Streckenlänge. Wenn man eine langsame Strecke hat, kann das durchaus trotzdem passen. Wenn die Rundenzeit mal deutlich über eine Minute ist, wie der Österreichring ist, ich glaube, 1:10 oder sowas, weil ja auch sehr schnell ist und nicht so lang. Das war für uns immer so mal die Grenze. Und jetzt sind wir mal noch mal gute 10 Sekunden schneller. Und gucken, was passiert. Eine interessante Sache ist ja, die Rennen finden direkt hintereinander statt. Also erstmal das normale Layout und dann dieser Outer Circuit. Wie viel muss da von der Strecke umgebaut werden? Muss da überhaupt was umgebaut werden? Gar nichts. Da muss überhaupt nichts umgebaut werden. Das ist so, man kann da einfach
sich reinsetzen und den äußeren Circuit fahren. Das ist gar kein Thema. Und wie sieht es mit der Beleuchtung aus? Weil die Beleuchtung wurde erst nachträglich irgendwann mal gemacht, als die Strecke schon stand. Ist das alles ohnehin gut ausgeleuchtet oder musste man da noch ein paar Sachen, ein paar Lämpchen dazu machen? Nein, nein, alles so vorhanden gewesen und der ist auch voll ausgeleuchtet, der äußere Kurs. Also da gibt es keine Probleme. Also technisch von der Strecke her gibt es überhaupt keine Probleme. Du hast schon gesagt, die Simulationen sagen Rundenzeiten unter einer Minute ungefähr. Wie ändert sich denn die Charakteristik der Strecke? Weil ich meine, wir kennen alle Bahrain, der Asphalt ist ja, denke ich mal, der gleiche, dieser extrem aggressive Asphalt. Aber normalerweise ist sehr viel Traktion gefordert auf der Strecke. Wie siehst du diesen Outer Circuit? Ja, außerordentlich schnell. Es sind sehr schnelle Kurven teilweise dabei, mittelschnelle Kurven. Es sind, glaube ich, langsam ist nur, sind nur zwei Kurven, die langsam sind. Also ist eben ganz anders. Die Charakteristik wird komplett anders sein. Und wenn man auf dem einen Kurs gut ist, muss man nicht zwangsläufig auf dem anderen auch gut sein. Also das wird sehr spannend. Ich freue mich sehr. Hätte man das eigentlich an anderen Strecken auch machen können, wo wir dieses Jahr zweimal waren? Also ich meine, Österreich ist schwierig, da noch irgendwas kürzer zu machen. Da wäre es eher länger, aber das ist leider noch nicht fertig. Silverstone wurde oft gesprochen. Wäre es deiner Meinung nach möglich gewesen, da eine andere Variante zu fahren? Ich weiß es nicht, ob die jetzt komplett so zu fahren ist für die Formel 1, also auch Formel 1 tauglich ist. Das entzieht sich meiner Kenntnis, da weiß ich jetzt nicht so im Detail drüber Bescheid. Aber theoretisch möglich, ja. Also interessant, ich freue mich sehr, das mal zu sehen. Und dann drücken wir die Daumen, dass es vor allem auch gutes Racing gibt und nicht wie, okay, du sagst, die Endurance-Variante macht Spaß zu fahren, aber vielleicht waren es damals auch die Umstände der Formel 1, wer weiß. Wir sagen ja, nicht ganz so gut. Kann sein. Ich meine, Bahrain haben wir sowieso schon wirklich auf dem normalen Grand Prix-Kurs haben wir schon zwischen ganz langweilig bis super, hyper interessante Rennen gesehen. Also das gab beides. Ne? Also die Strecke gibt es her. So viel zum Thema Bahrain, aber die motorsportmagazin.com Zuschauer, die dürfen sich noch auf ein sehr ausführliches Interview mit dir freuen. Und da geht es nicht nur um Bahrain, sondern um viele, viele andere Themen. Vielen Dank für den Moment schon mal, Hermann Thielke. Danke auch.